was soll ich machen, wenn meine kleine Tochter mich schlägt? Das ist kein leichtes Thema. Da muss man gucken, welche Ursachen das hat. Welche Ursachen das hat. Das kann verschiedene Ursachen haben. Ihr werdet mir nicht glauben, es gibt Väter, die sagen zu ihren Kindern, schlag deine Mutter. Das gibt es. Das gibt es, ohne Zweifel. So. Dann gibt es Kinder, die haben gelernt, dass wenn sie etwas nicht kriegen, dass sie ausrasten. Und viele Mütter gehen darauf ein. Was heißt gehen darauf ein? Schaut mal, wenn du Kindern immer alles gibst, was sie möchten, dann werden sie dir richtig Theater machen. Dann werden sie dir richtig Theater machen. Das heißt, man muss die Kinder auch konsequent erziehen, so dass sie wissen, dass sie nicht alles bekommen. Aber wenn sie wissen, dass sie alles bekommen, dann werden sie mit Händen und Füßen treten, weil sie diese Sache auch bekommen möchten. Und das ist ein Fehler, den viele Mütter machen. Natürlich, man kann irgendwo die Mutter verstehen, weil sie ist mit tausend Sachen im Haushalt beschäftigt und dann hat sie keine Zeit, immer jedes Kind, was ausartet, gefühlsmäßig, auch immer 10, 20 Minuten zu beruhigen. Na? Und insofern gibt die Mutter dann oft ihr oder dem Kind das, was das Kind haben möchte. Aber das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig, weil das dann zu größeren Problemen führen kann. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Es kann aber auch sein, dass das Kind diese Krankheit hat, ich habe den Namen vergessen, hyperaktiv, ADHS, genau richtig, das muss man sehen. Das kann man nicht so pauschal sagen, was der Grund ist, Wallahu ta'ala ala wa'ala.